La Repubblica. Ich wollte fragen, wie Sie bestimmt wissen, ist Italien momentan von einem sehr großen Skandal. Dass ein Teil dieser Absprache war, dass die deutsche EVP-Abgeordnete... Frage zwei Reihen davor, etwas weiter rechts, Herr Schimanski. Ja, eine, Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zum Thema Ursula von der Leyen. Vieles deutet darauf... Regierungspartei, wie Sie wissen... Wie besorgt sind Sie über diesen Skandal? Brache diesbezüglich zwischen Deutschland und der polnischen Regierung und stimmt es, dass Herr Ziem... Also wir wollen, haben ein Interesse daran, dass sowohl für die europäische Perspektive, die Beitrittsperspektive von Serbien als auch von Kosovo, dass wir da vorankommen. Und das bedeutet, dass wir eben diesen serbisch-kosovarischen Dialog auch wieder voranbringen müssen. Da sind dunkle Wolken am Himmel, insbesondere durch die Verhängung auch der Zölle, die es jetzt gibt. Da hatten wir im Grunde eher einen Rückschritt als einen Fortschritt. Und deshalb müssen wir gucken, wie wir diese Gespräche wieder in Gang bringen. Darüber habe ich mit dem Ministerpräsidenten Haradinaj gesprochen, darüber habe ich mit Herrn Tadic gesprochen, darüber habe ich mit Herrn Vucic gesprochen. Noch sind wir nicht so weit. Wir hätten sonst ein Treffen in Paris angeboten. Emmanuel Macron und ich haben uns bereit erklärt, an diesem Werkstück weiterzuarbeiten. Und da wird noch weitere Arbeit notwendig sein. Dann der religiöse Einfluss. Ja, wir wissen, dass nicht nur die Europäische Union interessiert ist, den Ländern eine europäische Perspektive zu geben, sondern dass es natürlich auch andere Länder gibt, die dort durchaus Einfluss nehmen. Das ist natürlich dann eine Entscheidung der kosovarischen Bevölkerung auch, wie sie darauf reagieren. Und da kann ich mich jetzt nicht einmischen. Ich sage nur, wir müssen vorankommen, eben auch mit dem Verständnis, dass diese Länder zu Europa gehören, aber eben auch mittelfristig dann zur Europäischen Union. Wenn man sich die Geografie, die Landkarte mal anschaut, dann sind diese Länder, die Länder des westlichen Balkans, alle von Mitgliedern der Europäischen Union umgeben. Das heißt also, es ist auch in unserem Interesse, dass sie diese Perspektive haben. Dazu gehört die Visaliberalisierung. Darüber war Herr Haradinaj ja auch mit unserem Innenminister im Gespräch. Wir brauchen da einige Versicherungen, aber wir stehen zu dem Ziel der Visaliberalisierung. Wie lange es jetzt noch genau dauert, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Kollegin, zwei Plätze daneben. Ja, Frau Bundeskanzlerin, Sie sind ja nun... Wäre ohne Stimmen der polnischen Europaabgeordneten der PiS-Partei... Frage, was ist denn die Eigenschaft, von der Sie glaubten, dass Sie sie am meisten brauchen werden? Als Frau Bundeskanzlerin, die schwarze Null ist ja so ein Marken... Amt. Und sind es längstens noch bis 2021. Die ständigen Versuche Russlands in Europa Einfluss zu nehmen. Und vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön, danke.